Polecard-Leitfaden. Im 14. Teil lernst du, wie du ein Wallet von Ledger oder Trezor auf deine Polecard importierst, mittels der Importierung des Samenschlüssels oder Quellschlüssels oder mnemonischen Phrase auch genannt. Das heißt, du importierst jeden kompatiblen Quellschlüssel, auch BIP39 genannt, das auf deinem Gerät generiert wird, auf die Cold Card. Das heißt, bei links siehst du hier Ledger, rechts Trezor, so werden diese Wörter auch generiert. Die hast du ja schon aufgeschrieben und sicher aufbewahrt. Jetzt gehst du auf Selektieren, also selektierst Import Existing, weil es schon ein bestehendes Wallet ist. Bestätigen. Dann die Anzahl der Wörter. Gewöhnlich sind es 24 oder 12 Wörter als Standardlänge. Dann selektierst du Restore Backup. Das heißt, du benutzt das Backup-File, die Backup-Datei auf die MicroSD-Karte, um ein Wallet auf die Coldcard zu importieren. Dann importierst du, gehst du auf Import XPRV, das ist ein erweiterter privater Schlüssel, um ein Wallet auf die Coldcard zu importieren. Und du kannst natürlich einen einzigartigen Samenschlüssel oder mnemonische Phrase mit der Benutzung eines sechsseitigen Würfels, D6 auch genannt, kreieren. Und selektierst eben die 24 Wörter im konkreten Fall. Und jetzt gibst du einfach Buchstabe für Buchstabe gibst du das ein, bis du eben die jeweiligen Wörter zur Auswahl bekommst, die du dann selektieren kannst. Also im konkreten Fall ist das erste Wort Feature, das heißt, du gehst auf F. Dann unter F eben FE, ja, weil das Wort Feature eben, und gehst auf Bestätigen. Und das machst du eben mit jedem einzelnen Wort, gehst Buchstabe, Buchstabe und dann eben immer in der Unterkategorie. Im konkreten Fall ist es Fruit, F und dann FR. Jetzt gehst du ganz runter auf Fruit und Bestätigen. So machst du es mit jedem Wort. W, also Weapon ist das dritte Wort. W, E, gehst auf WE, scrollst runter, bis du auf Weapon kommst und das Ganze wieder bestätigst. So, zwecks Veranschaulichung eben für diese Demo. Wir spulen jetzt vor in Zeitraffer, bis das alles sozusagen eingegeben ist. Dann wird das Ganze angewendet und die Importierung der Impo ist komplett, ist vervollständigt. Dann selektierst du Advanced, also fortgeschritten, Häkchen bestätigen, dann gehst du hinunter auf Danger Zone, also Gefahrenzone, bestätigen. Hier kannst du nochmal auf View Seed Words, das heißt, du kannst jetzt die Seed Words auch anklicken, indem du das anschaust noch einmal, um zu bestätigen, dass dieses auch alles richtig war. coldcardwallet.com